Oh, Leute. Oh, ich habe irgendwie richtig schlecht geschlafen. Aber wo bin ich denn hier? Wo bin ich? Ich bin unter der Erde? Hä? Da gibt doch keinen Sinn. Hä? Leute. Wo bin ich hier? Tot, ich lasse hier mal hier stehen. Hochkram. Ein Haus. Bitte. In die Torte mit. Bin ich hier? Hä? Yo. Guard. Hallo? Reine Kiste. Oh, Äpfel. Cool. Nice. Ja. Cool. Ich mach jetzt mal. Wo bin ich hier? Hä? Okay, die Textur ist etwas verbackt. Hä? Wo bin ich hier, ey? Oh, ein Raystone. Born. Okay, dem Iron Golem geht wohl nicht so gut. Oh, wer ist Herbert? Händler. Ich geh mal lieber weg. Geh lieber mal diese Häuser hier. Mal guck, ich gehe gleich mal zu her, ist aber eine Empty Map. Eine Empty Map, was soll ich mit einer Empty Map machen? Okay. Oh. Oh. Alles voller Wald. Okay, bin ich hier? Hä? Verstehe gerade gar nichts mehr. Wirklich nichts. Ich bin in irgendeinem Wald, ich bin unter der Erde auf. Man kann. Hä? Hä? Was ist das? Kannst Sticks platzieren? Wie cool. Auch ein Boy. Cool. Okay. Noch mehr Äpfel. Nimm die einfach mal mit. Bisschen Brot. Säbling, ja, Blume. Nest. Kannst du es platzieren? Ja. Lol. Oder bekomme ich Sticks raus? Ich behalte die aber lieber mal. Bin noch irgendwas? Sieht eher nicht so aus. Ja. Wo bin ich? Unter der Erde bin ich einfach aufgewacht. Mal ein bisschen Holz hier mit. Aspenlocks. Okay. So, trotzdem alles normal. Okay. Machen wir ganz kurz ein Schwert. Damit ich, falls ich angegriffen werde, mich verteidigen kann. Aber das Biom sieht echt schön aus. Aber wo bin ich? Farmer Scribe. Was ist denn ein Scribe? Handel der, aha. Okay. Hier ist noch ein Haus. Da war ich gerade schon. Ey, ich bin gerade richtig verwirrt. Ich hoffe, es wird gleich Nacht. Oh nee. Ich bin gerade erst neu in der Welt. Und ich weiß nicht, was ich hier mache. Ich bin gerade erst aufgewacht. Ich habe richtig schlecht geschlafen. Und wo bin ich hier? Das ist echt komisch. Ich gehe am besten gleich mal schlafen. Villager ist mein Bett. Nein, da schlaf ich. Komm schon, es ist doch schon nah. Komm schon, die Sterne sind doch schon da. Gut, kann ich endlich durchschlafen.
Aber wo bin ich hier? Ich frage, sorry, dass ich jetzt die ganze Zeit frage, wo ich hier bin, aber ich frage mich wirklich, wo ich hier bin. Hä? Komisch. Nochmal ein paar Aspen-Logs mit. Komisch. Die Blätter, alles sehr schön. Ich gehe mal zu. Wie ist dieser Golem? Herbert, glaube ich. Hier, da war ich schon drin. Okay, hey Neuling, willkommen hier im Dorf. Wie heißt du? Hallo, ich heiße PB11 und wer bist du? Willkommen, PB11. Ich bin Händler Herbert. Viele nennen mich auch der Golem, der alles hat. Was machst du hier? Der Golem, der alles hat? Okay. Schön, dich kennenzulernen auf jeden Fall, Herbert. Ja, ich bin halt gerade unter der Erde aufgewacht und ich frage mich gerade irgendwie, was mache ich hier und wo bin ich hier? Auch schön, dich kennenzulernen. Du bist hier in einem von drei verschollenen Dörfern der verlorenen Reich. Was früher bekannt war als das Goldene Reich. Okay, danke. Bis dann erstmal, würde ich sagen. Leute, Goldene Reich? Verschollene Dörfer? Drei? Heißt, es gibt drei solcher Dörfer. Und das, die drei Dörfer waren mal alle ein goldenes Reich, wie man früher genannt hat, wenn ich jetzt richtig verstanden habe. Das ist gerade irgendwie für mich sehr verwirrend. Weil es halt, verschollene Dörfer. Das ist ein normaler Eisengolem. Okay. Der ist recht komisch, was Herbert sagt, aber naja, hier ist noch ein Haus. Ich gehe mal gleich reingucken. Ich bin noch ein Empty Map, die halte ich aber am besten. Mach mal hier eine Kiste hin. Mein Lager sozusagen. Ich kann daraus nichts machen. Oh. Ich habe es platziert aus Versehen. Okay, das ist ja doofes Holz. Hier ist sowas. Oh! Das kenne ich doch aus Euphoria! Du Intro, aha. Okay. Ich sehe so ein Scribe. Hier, Gold. Nehmen wir einfach mal das Gold mit. Nein, ich glaube die nicht. Ach so, Leute. Ah, hier, ich kann es wieder craften. Gut. Ihr wundert euch jetzt bestimmt, warum kein Euphoria mal kommt. Ich komme jetzt was raus. Also, Leute, Euphoria muss leider zu Ende. Es muss leider abgebrochen werden, weil. Wegen Gründen halt. Und. Minecraft-Nachbar. Das kam auch ultra gut an, habe ich gemerkt. Ich würde es auch ultra gerne weitermachen, aber das Server, auf dem wir Minecraft Nachbar drauf hatten, hatten wir vergessen zu. Also der ist halt ausgelaufen und wir hatten halt vergessen, Backup zu machen und dann sind alle Daten weg und wir haben nichts mehr von Minecraft Nachbar, nur noch das Modpack und ja. Aber macht also, ja. Ich versuche bald wieder ein Horrorprojekt zu machen. Auch versuchen mit anderen, wie zum Beispiel in Java. Also, seid gespannt, es kommt bald wieder Projekte wie Minecraft Nachbar, so ähnlich. Okay, also dieses Buch hier, hä, ist es immer noch drin? Nö. Jetzt kommt die heilige Kartoffel rein. Hier ist eine Kiste. Oh, eine Treasure Chests. Kitty Slippers. Kann ich das anziehen? Nee. Was ist denn hier? Ja. Yo, das ist dieser Parma-Head.
cool. Copper Chestplate. Kitty Slippers. Ist hier irgendwo anziehen? Ja, ich hab die an. Was machen die denn? Oh, ich glaube, die halten Creeper von mir fern. Iron Fillet Knife. Treasure Chest. Gold. Nochmal Gold. Diamonds. Eisen. Cool. So, wie sehe ich jetzt schon aus in der ersten Folge? Ja, auf jeden Fall willkommen zu Minecraft. Ich hab den Namen vergessen. Aha. Das ist auch komisch, dass ich den Namen meines eigenen Projektes in einem Video vergesse. Minecraft Mystic. Willkommen zum neuen Projekt Folge 1. Was ist hier noch drin? Dragonbone. Manuskript und das verlorene Reich. Herbert davon erzählt, von dem verlorenen Reich. Stimmt's, Leute? Herbert hat davon erzählt. Okay. Herbert. Wo ist Herbert? Herbert? Ah, hier, okay. Verlorene Reich. Dich, wer das geschrieben hat. Ein langer Text. Okay, ich lese mal. Vor langer Zeit gab es ein mächtiges Königreich, bekannt als das Goldene Reich. Stimmt, Leute, davon hat Herbert erzählt. Das verlorene Reich, was auch bekannt war als das Goldene Reich. Stimmt. Dieses Reich war bekannt für seine Reichtümer und seinen Wohlstand, aber es verschwand plötzlich aus unerklärlichen Gründen. Wie kann ein Reich... Also ich denke, es war ein großes Reich, wenn drei Dörfer sozusagen im Reich waren und das heißt sogar Goldenes Reich. Kann es einfach verschwinden? Hä? Die Legenden besagt, dass das Königreich von einem mysteriösen Fluch heimgesucht wurde. Einem Fluch? Oh nein. Was für ein Fluch? Okay, ich lese mal weiter. Heimgesucht wurde und in einer anderen Dimension verschwand. Wie kann bitte schon ein Reich in einer anderen Dimension verschwinden? Na, warte mal, wenn dieses Dorf hier noch ist und dann noch zwei andere Dörfer sind verschollen, die in dem Reich waren, ist dann zum Beispiel das Goldene Reich, was jetzt in der Legende steht, in einer anderen Dimension, ob das jetzt ein riesen Dorf war und das waren einfach nur Dörfer, die in dem Reich mit dazu waren. Ich weiß nicht. Wer auch immer dieses Buch liest, muss die Dimension finden und den Fluch brechen. Geschrieben von Also jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Oh, Junge, hat er mich creepy angeguckt. Also ich habe die Theorie, dass es halt, ja, dass ein Riesendorf war sozusagen, dass wir einfach nur nehmen dürfen. Also Leute, ich würde sagen, das war das mal mit der ersten Folge. Und ja, schreibt eure Theorie gerne in die Kommentare. Ich freue mich über jeden Kommentar. Und lasst natürlich gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann würde ich sagen, haut rein, Leute. Und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Minecraft Mystic.